definitely portrayed. Wir wurden definitiv als Sexsymbole vermarktet. Hemden ausziehen, Pumpen, all sowas. Es war eine komplette Show. Das Tanzen, das Aussehen, die Kleidung, die Bewegungen und die Songs. Love is Everywhere ist ein ziemlich schwules Video. Wir haben violette Lippen und tragen bauchfreie Tops. Wir haben keine BHs bekommen. Nein, für uns gab es nur Teddybären. Was ich von den Fans noch heute höre, ist: Du warst meine erste Liebe. Ich habe so tolle Erinnerungen an die Zeit, die Band. Ich kam von der Schule nach Hause und hatte einen öden Tag oder Probleme. Und ich habe eure Musik angemacht und mich aufs Bett gelegt und das Lied. Es war wie eine Heilung. Das Lied hat mich fortgerissen. Es hat mich an einen anderen Ort gebracht. Das fand ich auch immer komisch und habe ich nie ganz verstanden. Die Teenager stehen da einfach nackt. Wow, das hätte es in England nicht gegeben. Aber es war wichtig für junge Leute, denn viele junge Leute, besonders Mädchen, sehen zu dir auf und wollen wissen, was du so über Sex denkst. Würdest du Sex beim ersten Date haben? Würdest du verhüten? Solche Sachen. Viele Leute haben uns angesehen und gedacht, Boyband. Wir mussten uns immer beweisen, egal wohin wir gingen. Singt für uns, zeigt uns, dass ihr mehr seid als nur hübsche Jungs ohne Talent. My arms keep missing you, I keep wishing you come back today. Jeden Tag hatten wir ein sehr hartes Training, damit wir genug Kraft hatten. Dann gingen wir zum Tanzunterricht. Auch das war schonungslos. Aber ich hatte Glück. Ich kam von der Schauspielschule und da wurde mir Disziplin eingetrichtert. Man kommt nie zu spät, ist immer 15 Minuten früher da. Man arbeitet so hart wie möglich, lernt alles und ist am nächsten Tag vorbereitet. Das war die Mentalität, die mir über 3 Jahre eingetrichtert wurde. Hinzu kommt ein Image, das Illusionen bedienen und verliebte Mädchen an sie binden soll. Eine Freundin haben oder schwul sein ist tabu. Regel Nummer 1, du bist solo, immer. Das war die Regel vom Management. Wir mussten auch unser Alter ändern. Nur, unsere Fans in Holland wussten das. Sie sagten, er ist nicht 22, er ist 24. Also musste man sagen, ich bin 22, ich bin solo und ich war schon mit Benjamin befreundet. Und dann haben wir die anderen getroffen und dann, wie war die Geschichte nochmal? Ach ja, dann haben wir uns getroffen und dann sind wir alle zusammengekommen und wurden Freunde für immer. Während Männerfreundschaften erfunden werden müssen, dürfen Liebschaften nicht ans Tageslicht gelangen. Wie die Beziehung von Eloy von Caught in the Act und dem bereits verstorbenen Stephen Gately von Boyzone. Früher habe ich nicht darüber nachgedacht. Ich dachte vielmehr, super, die Fans kaufen unsere Sachen und kommen zu unseren Konzerten und schreien, fantastisch. Aber wenn man zurückblickt, sagen viele, wir vermissen die 90er. Es ist für sie eine wichtige, wehmütige Erinnerung.